Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Wie geht eigentlich Musik? Bevor ich euch gleich munter zublubbere, muss ich euch Folgendes sagen. Vergesst alles, was ihr über Musik wisst, denn heute machen wir Dubstep. Im Dubstep ist nahezu alles synthetisch. Es gibt fast keine natürliche Klangerzeugung. Es ist quasi die Arschbombe in den Techno-Trickkisten-Sack. Und trotzdem gibt es in diesem Datenpüree verschiedene Instrumentationen und die gucken wir uns jetzt an. Beginnen wir mit dem Schlagzeug. Das Schlagzeug ist zum Sterben langweilig. Es passiert fast gar nichts, bis auf das hier. Bis zum Drop. Wenn das Schlagzeug steht, dann können wir erstmal weitermachen mit der Melodie und dem sogenannten Lead Synth. Auch das ist eine Abkürzung für Synthesizer. Die Melodie, die der Lead Synth spielt, ist meistens ganz cool. Und das Erste, was mir einfällt, wenn ich irgendwie Dubstep mache. Deswegen passiert da noch nicht viel drumherum. Aber es klingt ungefähr so. Bis zum Drop. So, wir haben Rhythmus und eine Melodie. Darauf können wir aufbauen. Au. Da können wir doch bestimmt eine Akkordstruktur reinbasteln. Und genau das tun wir mit dem Pad Synth. Der Pad Synth unterscheidet sich vom Lead Synth, indem er anders ist. Im Gegensatz zum Lead Synth hat der Pad Synth eine begleitende Funktion und deswegen darf er nicht zu aufregend sein und klingt bei mir so. Bis zum Drop. Und weil mir der Pad Synth alleine irgendwie zu langweilig war, habe ich mich entschlossen, doch nochmal ein Piano reinzuspielen. Ich konnte es einfach nicht lassen. Klingt auch eigentlich ziemlich fesch. Bis zum Drop. Es ist dem einen oder anderen bestimmt aufgefallen, dass ich den Bass nicht erwähnt habe. Der ist auch gar nicht so wichtig, der macht nur halt so ein paar Grundtöne und ist nicht weiter spannend. Allerdings haben wir bei der Arschbombe in den Techno-Trickkistensack unsere Badehose verloren. Und die müssen wir suchen. Gut. Und dafür tauchen wir bis an den Grund des Basspools. Und passt mal auf, was wir da Schönes finden, liebe Kinder. Herrlich! Herrlich! Da wir nun alles zusammen haben, könnten wir das Lied theoretisch abspielen, aber Dubstep wäre ja nicht Dubstep, wenn sie noch ein bisschen Gesang reintun und vor dem Refrain einer wie von der Tarantel gestochen irgendwas brüllt. Externe Festplatte rödet wie bekloppt. Moment mal, der Sound war grad voll awesome. Das muss ich aufnehmen. Ich sammle immer mehr Sounds, so unmelodisch und fremd. Und jetzt noch Popmusik-Akkorde, dann ist es viel mehr Mainstream. Und es braucht die endlos Wiederholung und den Schrei vor dem Drop. Schrei vor dem Drop. Schrei vor dem Drop. Schrei vor dem Drop. Schrei Jawohlchen, das war's schon wieder mit Wie geht eigentlich Musik? Da ist der Abo-Button mit Gesicht, da ist die letzte Ausgabe mit Metal und da ist der letzte Loop. Jetzt dürft ihr. Aber wie?